Ja, wie in alten Zeiten. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Verbündete, durch Cassandras Anwerbung hast du Zugang zu ihrem Verbündeten bekommen, dem Waffenhändler. Höhere Einnahmen für deine Unterbosse ermöglichen dir Zugang zu ihren Verbündeten und verbessere ihre Dienste. Der einfachste Waffenhändler hat einen mobilen Laden mit Waffen und Ausrüstung. Du kannst dir die zukünftigen Verbesserungen und Gegenstände für den Händler in der Übersichtsleiste unter Verbündete und Verbesserungen ansehen. Sorry. Beim Waffenhändler sind jetzt an Annäherungsminen verfügbar. Gelegte Annäherungsminen detonieren, sobald sich ihnen ein Mensch oder ein Auto nähert. Annäherungsminen legen, G drücken, halten, dann zum Werfen. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn hier? Wieso fährst du mit dem Laster rum? Was ist mit deinem Laden? Die Regierung hat meinen Laden dicht gemacht. Sie wollen nicht, dass Nigger Waffen kaufen. Die haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbrotern das hier rauszupusten. Diese Motherfucker. Auf wem sagst du das? Melde dich, wenn du etwas siehst. Waffenverbesserungen. Schrotflinten, Pistolen, automatische Waffen, Gewehre. Nee, die will ich nicht haben. Hartmann. Boah, Panzerfaust. Alter. Heftig. Ich habe keine Kohle dabei. Ja, brauchen wir jetzt mal nicht. Weil dir gefällt. Ich geh jetzt. Die hat ja noch mal. Ach, hier ist nochmal Schrank. Waffen. Jetzt schauen wir mal nach, was für Klamotten noch wir kriegen hier. Vielleicht hat die ja ein anderes Outfit. Motorradclub. Schließen zum Freischalten. Die Zeichen. Die Zeit ist. Okay. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Aber wir können ja nochmal gucken. Waffen und Verbesserungen. So, da drauf, Schrotflinten, Pistolen. Ja, wir haben natürlich keine Knarre dabei, ne? Wir haben auch kein Geld. Wir haben nur 40 Bucks. Ist ja, dann können wir auch nichts machen. Ja, ist gut, Richard. Warte, man muss hier rein, ne? Wieder in so ein, wieder ein Bauteil. Warte, ich gehe jetzt mal hier rein. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Ja, hier ist eine Tür. Okay. Wahrscheinlich die Toilette. Hier ist also nichts mehr weiter zu holen. So, wir müssen jetzt gegenüber. Reden wir mit der Stimme. Lincoln. Du bist ein erfreulicher Anblick. Wow, voll das Radio hier. So. Wow, ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlers Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an ihn ran? Erstmal gar nicht.
Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlers Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mache ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Ja, so ist das. Hammerhart. So, nochmal zurück zu den Geschäfte ruinieren. Jedes Geschäft ist verwundbar. Sorge dafür, dass es keinen Profit abwirft und der Boss muss kommen, um sich um den von dir eingerichteten Schaden zu kümmern. Ganz am Anfang in Sammys Bar, locke Merle aus seinem Loch, in dem du seinen Prostituierten im Holo schadest. Okay, ja. Da hieß es ja um Frieden. Ja, da dachte ich dann gleich gerade an, befreie die zugedröhnten Mädchen. Verbleibender Schaden 15.000. Ja, da geht es um Frieden. Da dachte ich gerade mal an den Film mit Sylvester Stallone, Daylight. Frieden. Große Freiheit. Es gibt sie noch. Die große Freiheit. Es gibt es noch. Roy Nord. Jawohl. Wollte ich mal angemerkt haben. Oh, das tut mir natürlich leid für ihre Schwester, die von den Hunden von diesem, ja, Gangster da. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Die könnten ja auch mal. Hup du mal. Steht er wieder mit seiner. Guck mal, ob wir einparken können. Nein, warte mal, noch mal rein. Ich will da, wenn er richtig einparken, ich bin doch keine Frau. So, das gefällt mir schon besser. So stehen wir richtig. So. Jetzt fährt er weg. Was für ein Arschloch. So durfte hat unsere. Boah. Du. Verdammter Drecksack. So. Ach du Scheiße. Da drin geht's jetzt runter oder was? Eieiei. Mr. Laveau hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Mörds Leute sind hier überall. Mach ich. Danke. Zeitlupenschießen. Zeitlupenschießen ist jetzt verfügbar. Benutze die Fähigkeit während des Zielens, um die Zeit zu verlangsamen. Fülle die Anzeige durch Kopfschüsse auf, um Zeitlupenschießen einzusetzen. Wenn der Balken voll ist, halte rechte Maustaste gedrückt und drücke Leertaste. Mann, kompliziert. Gehen wir mal hier rein. Gefällt mir nicht. Schon mal weißes Fleisch gekostet, Baby?
also rum und hör mir den alten Johnny an. Plötzlich kommt der verdammten Sender. Jetzt muss ich mir Niggermusik anhören. Hippie-Musik. Lauter solchen Scheiß. Du könntest es einfach ausschalten. Warte mal. Mein Gott, verdammtes Radio. Den Laden kenne ich doch. Geheimnisvollen Nigger. Alter, hier bin ich doch gewesen. Ich fürchte, da musst du wohl doch endlich lesen lernen. Oh. Ach Mann, was mache ich denn da? Hier bin ich gewesen, ey. Ich wusste gar nicht, dass das... Nicht so schüchtern. Ja, da haben wir mehr Munition. Scheiße. Ich glaube, die ganze Zeit. Himmel, Herrgott, schau dir die an. Tut mir leid. Kommt her, ich sehe ihn. Ach, Scheiße. Mann, Scheiße. Nein, nein. Was war? Ach, was will ich denn? Ja. Das war unprofessionell, das muss ich zugeben. Das war sehr unprofessionell. Das ist. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin kein perfekter Spieler. Ich bin auch nur ein Mensch. Normalerweise gehe ich eigentlich da durch und bin noch am Ballern. Das kenne ich von Wolfenstein her. Das ist immer noch eine Ungewöhnung, hier da anders zu reagieren. Vor allem, weil sie dann sagen, muss dann Q drücken. Und ich habe meine Finger meistens immer auf W, A. Wo ist meine Karre? Okay. Mein Auto ist weg. Finde ich nicht so toll. Die an. Jetzt muss ich die nehmen, weil habe ich 10 Schuss. Okay, das dürfte rein, habe ich mehr. Ja. Bist du sicher, das ist das hier? Woher weißt du das? Jemand sollte die Cops rufen! Rennt! Rennt! So, jetzt muss ich zurück, hinten rein. Ich sag ja nur, wenn wir uns von Angst und Einschüchterung überwältigen lassen, können wir auch gleich... Schon mal von einem Millionär gekitzelt worden, Baby? Also Eier hat er jedenfalls. Gibt's du den Schinken auf Fritten oder was? Ich geh in Deckung! Nehmt die Daumen aus den Ärschen, Boys! Ich stopf ihm das Mann! Was zum Teufel? Ach komm! Oh nein! Mit einem Maschinengewehr! Ich muss mir da was anderes einfallen lassen. Ich hab doch. Ich könnte natürlich diese. Okay, also den einen jetzt nochmal. Boah, ich krieg mega Gänsehaut. Das nervt mich gerade, dass ich hier so voll versage. Ey, das ist nicht normal. Dann hast du diesen langen Lademodus, ey. Aber das Spiel macht echt Laune. Du bist echt lange zugange. Du kannst da viel entdecken und. Machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Gehen wir jetzt schon mal in den Hocker da rein. Machen wir uns jetzt erstmal den kleinen Geist hier hinten. Lass dir ein bisschen was von dem Geld hier geben. Ja.
Hat keiner mitgekriegt? Ist er das hier? Bevor ich jetzt wieder was... Verdammt, Mädel! Verdammt! Oh, tut mir so leid! Okay, dann, wenn ich das von hier mache, ist das nicht. Dann habe ich. Ich piss auf dein Grab! Verteilt euch! Muss Schutz suchen! Ich kämpfe für meine Rasse! So wie Daddy vor mir! Ruhig. War. Nach dir gesucht. Ich bin festgenagelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus hier. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Okay, da ist, ich sehe kein rotes Zeichen mehr. Oh mein Gott. Da kann die auch nicht. Vor mir versteckst du dich nicht, Kleiner. Asche zu Asche, Stoßmutter! Scheiße, der ist hinüber. Mir nach! Ah! Heilige Scheiße! Ah, er hat mich an! Wieder einer weniger! Alter! Kein Bock, dass die mich schon wieder abmüppeln hier. Ja, genau aufpassen hier. Ach, da hängt wieder die süße Unterwäsche. Ach, das kennen wir auch schon. Nichts zu sehen. Wir räuchern dich schon aus. Oh, hier haben wir wieder die Schutzweste. Ist bestimmt oben. Nicht lange tot. Versuchen wir es mal hier. Nee, der ist weg. Nee, da ist er nicht. Oh, da ist die Geldorf-Toilette. Wow. Wusste ich eigentlich, dass so viel Kohle auf Toilette liegen kann. Da liegt noch was auf dem Automaten. Jawohl. Verbleibender Schaden 13.000. Okay. Gekommen. Verschafft mir etwas Zeit! Gebt mir Rückendeckung! Ich will erst umgucken hier. Ist da noch irgendwie ein...